Hey Leute! Oh Mann, 5 Monate später, ja, es wird mal wieder Zeit für Neues von der Baustelle. In dem Video. Ja, 5 Monate später, danke, dass ihr da seid. Sehr viele von euch haben mich angeschrieben. Hey Marius, wann geht's wieder weiter? Was los? Ist irgendwas passiert? Kann man dir irgendwie helfen? Wann geht's endlich weiter? Kommen noch mehr Videos? Was ist aus dem Dachgeschosswohnungsprojekt? Sorry, tut mir leid. Ich musste es auf Eis legen. Ich hatte privat einiges um die Ohren und war im Kopf einfach nicht frei genug und habe mir einfach gesagt, ey, pass auf, du hast einfach so viele Sachen gleichzeitig angefangen und habe dann einfach für mich selbst entschlossen, pass auf, mach einfach eine Sache nach der anderen fertig, weil wenn du auf ganz vielen verschiedenen Hochzeiten anfängst zu tanzen, dann wird das einfach nichts Ganzes und nichts Halbes und keine Ahnung. Und deswegen habe ich für mich einfach entschlossen, erstmal ein paar Sachen zu Ende zu bringen. Zum Beispiel mein Studium. Das hat ein bisschen Zeit gefressen. Ich muss natürlich für meine Abschlussarbeit einiges an Zeit aufbringen und auch ein bisschen hier Thinkpower rein. Aber ich bin fertig und jetzt habe ich wieder mehr Freiheit, mehr Zeit für eben solche Projekte hier und jetzt geht's weiter. Ja, wir haben das letzte Mal aufgehört bei den Anschlüssen. Also das letzte Video hört auf genau an dem Punkt, wo ich gerade die Tanz... Also hier die Dampfbremse anbringen wollte, das gute Stück. Da haben wir die ganzen Anschlüsse neu gemacht bzw. vorbereitet, überall wo die Dampfbremse nachher dann angeschlossen wird. Da hat mir das alles zugespachtelt. Jetzt wäre es soweit, wo ich die anbringen könnte, nur leider sind ein paar Sachen hier passiert in der Zeit, wo ich nicht da war und das muss ich erstmal wieder in die Reihe kriegen. Ich würde mal sagen, ich nehme euch am besten mal mit, so einen kleinen Rundgang, dass ihr alle mal so auf den neuesten Stand seid. Es sind ja natürlich ein paar neue Leute dazugekommen, die jetzt auch nicht wissen wollen, hey, geht's jetzt weiter oder nicht? Auf jeden Fall, es geht weiter, keine Sorge. Ich nehme euch mal mit und wir gucken uns alles an, also wir gucken überall, was ist jetzt der Ist-Zustand, was ist schon passiert, was steht demnächst an und wo gibt es vielleicht hier und da ein paar knifflige Stellen. Da können wir mal ganz kurz in dem Video hier drüber sprechen und ja, ich würde sagen, auf geht's, ich nehme euch mal mit. Ja, was ist bis jetzt geschehen? Wir haben den ganzen Raum natürlich ganz am Anfang vergrößert, der genug Platz bietet, um ein Wohnzimmer und eine Küche reinzubauen, kommt noch ein Teil vom Büro rein. Dann haben wir oben diese Fenster angebracht, dieses ganze Dach nochmal neu abgedichtet, die ganzen Schäden behoben und ich habe natürlich im Frühling angefangen, die ganzen Zwischensparren zu dämmen. Dafür habe ich hier diese Holzfasermatten reingeklemmt. Nur leider sind mir die jetzt im Sommer runtergefallen, also in dem Moment, wo sich die Holzfasern aufgewärmt haben, ist wahrscheinlich die Feuchtigkeit noch mehr verdunstet. Jede Matte speichert hier immer ein bisschen Luftfeuchtigkeit und dann zieht sich das Ganze ein Teil zusammen und ist jetzt leider wieder runtergekommen. Ja, das ist deswegen passiert, weil ich natürlich von der Unterseite von hier nicht irgendwie irgendwas festgeschraubt habe, wo das dann noch weiter geklemmt wird. Ist auch dementsprechend aber auch besser. Hätte ich jetzt zum Beispiel die Dampfbremse angemacht, ohne die Querlattung, dann wäre mir wahrscheinlich die Dampfbremse gerissen und das wäre eine viel, viel größere Katastrophe. Das jetzt wieder heile zu bekommen, also die Matten wieder reinzustopfen, ist jetzt weniger das Problem. Die sind ja alle irgendwo in dem Maße zusammengeschnitten, also von den Maßen vorgefertigt. Das heißt, ich muss das alles nur noch reinpressen. Werde das kurz vorher machen, bevor ich die Dampfbremse anbringe, um zu vermeiden, dass es nochmal passiert. Ja, das ist passiert. Dann ist hier eine Mauer weggekommen. Hier kommt noch ein Kabelschacht rein, damit ich mir hinten noch ein bisschen mehr an Steckdosen anbringen kann, weil ich hier genau in dem Bereich meinen Schreibtisch nachher haben will. Und da will ich einfach noch ein, zwei Steckdosen haben, die ich separat absichern kann. Das werde ich machen. Dann geht es auch hier schon vom Wohnzimmer in das Schlafzimmer, wobei hier der Eingang, der wird nachher zugemacht. Und das Schlafzimmer, das nutze ich momentan so als... ja, als Materiallager. Wie ihr seht, ich habe hier meine ganzen Dämmmaterialien, meine ganzen Latten, einen Teil von den großen Werkzeugen, den Kompressor und so weiter. Ich sammle schon mal ein bisschen Kabel, beziehungsweise der Schrott kommt noch weg. Ja, apropos Schrott, Holz, was ich noch irgendwo sammle, was ich noch irgendwie verbauen muss später, beziehungsweise das, was ich noch trennen werde. Das hier ist irgendwie so Müllholz. Ich trenne hier mein Papier, mein Plastik und das, was sonst noch wie wegkommt. Deswegen ist hier in dem Raum eigentlich noch so gut wie gar nichts passiert. Also ich habe noch keine Dämmung angefangen. Ich habe
alles nur so weit rückgebaut, aber das kommt erst dann, wenn ich hier ein bisschen mehr Platz habe. Also wenn die Dämmung in den anderen Räumen verbaut ist, habe ich ja hier mit den Latten und so weiter mehr Platz und fange dann hier an. Gleiches gilt für den Flur. Das hier ist der Schlafzimmereingang und der wird ja dann über den Flur gehen. Den Flur benutze ich momentan so ein bisschen als mein Werkzeuglager und mache hier, wo das Treppenhaus endet, da soll ja jetzt später der Haupthauseingang reinkommen. Und hier will ich halt noch eine Mauer reinziehen, beziehungsweise eine Trockenbauwand. Und das mache ich aber auch erst dann, wenn die Baustelle relativ gut abgeschlossen ist, weil das wäre jetzt einfach Blödsinn, hier eine Mauer reinzumachen, in dem Moment, wo ich hier noch Sachen hoch und runter schleppen muss. Vor allem die großen Rigipsplatten, das wird noch ein Heidenspaß werden, hier hochzukommen. Deswegen lasse ich mir da ein bisschen Zeit. Ja, und hierdurch kommt man dann auch in den Wohn-Essbereich dann wieder. Hier in die Ecke, wo die Bütte steht, kommt dann später die Küche hin. Da muss ich jetzt noch den Boden ein bisschen aufstemmen, weil ich den Parkettboden, den ich hier drin habe, dieses Stäbchenparkett, will ich natürlich in den ganzen Raum haben. Ohne jetzt irgendwie so, wenn ich jetzt hier das zum Beispiel fließen würde, das wird irgendwie, keine Ahnung, sieht irgendwie komisch aus. Ich finde es, glaube ich, schöner, wenn überall dieser Parkettboden ist. Deswegen muss ich gucken, dass ich hier mit dem Niveau ein bisschen runterkomme, dass ich genug Platz habe, noch dieses Stäbchenparkett hier anzubringen. Hier ist noch so ein alter Estrich oder was das ist. Das muss noch weggekloppt werden und dann gucke ich zu, dass ich hier ein bisschen das Ganze ausnivelliere und das wird noch jede Menge, ja, wie soll ich sagen, so Stammarbeit, ziemlich staubig. Das sollte ich jetzt machen, solange ich hier noch alles so nach Baustelle aussieht und ich nicht alles andere noch mit verdreck. Ja, dann müssen natürlich überall noch Schlitze reingefräst werden. Ich habe natürlich ein paar, werde natürlich planen, hier und da welche mitzuverwenden, dass ich das nicht zweimal machen muss oder beziehungsweise mir ein bisschen Arbeit erspare. Aber überall, wo Steckdosen angebracht werden müssen, muss ich natürlich gucken, dass ich da irgendwie einen Zugang zu diesen Verteilerkasten bekomme. Und ja, die Planung wird jetzt auch in den nächsten Wochen so passieren. Aber als allererstes Dampfbremse und für die Dampfbremse muss ich hier in dem Badezimmer klarkommen, weil das wird noch jede Menge Arbeit von Installateuren sein, die mir helfen, hier die Armaturen etc. alles anzubringen. Deswegen will ich den Raum von meiner Seite aus erstmal komplett fertig machen, dass die dann loslegen können. Und erst wenn die ganzen Armaturen dann angebracht haben, kann ich halt gucken, wie ich meine Fliesen oder sonst irgendwas irgendwie hier weitermache. Aber bevor das Ganze passiert, muss die Dampfbremse da dran, muss die Lattung da dran und dann wissen die auch, wie viel Platz die haben. Dann können wir gucken, wie wir die Badewanne anbringen, wo wir die Armaturen festmachen für die Badewanne. Das wird auch noch ein bisschen tricky. Und bevor ich die Dampfbremse mache, muss ich noch die Dachgaube hier isolieren. Dafür habe ich ja hier diese Propylenplatten, Propylenplatten oder wie die auch immer heißen. Einfach Teufelszeug, super geiles Zeug. Beste Dämmwirkung auf sehr schmalen, ne, mit sehr wenig Stärke bekommt man sehr hohe Dämmwirkung. Die brauche ich auch, weil ich wirklich nur diesen kleinen Bereich habe zwischen den Brettern und der Kante, wo das Fenster aufgeht. Also ich habe wirklich nur dann mit 4, 5 cm. Und das muss ich dann alles dann hier auskleiden damit. Kann die nicht direkt dran machen, denn ich muss so eine Konstruktion bauen, wo die Rigipsplatten dran kommen. Das heißt, ich werde jetzt hier als erstes meine Konstruktion bauen, wahrscheinlich hier in der Kante eine Latte hoch und dann einmal eine Querlatte, dass ich die Rigipsplatten da dran schrauben kann und in die Zwischenfelder, die dann da entstehen, kommen hier die Dämmplatten rein. Dann ist das Ganze auch gegen Kälte und Wärme geschützt und macht auch mehr Sinn, wie jetzt nur diese Bretterkonstruktion, die man dann normalerweise mit anderen Dämmmaterialien auskleidet und dann mit Rigipsplatten nochmal verblendet. Ja, das sind so die Arbeiten, die jetzt demnächst alle anstehen und ich versuche euch natürlich, soweit es geht, mitzunehmen. Ich weiß natürlich, dass ich mich selbst irgendwo abbremse, weil jedes Mal, wenn ich jetzt irgendwie ein neues Bauprojekt anfange, beziehungsweise eine neue Stelle irgendwie anfangen will, muss ich halt gucken, habe ich das schon aufgenommen, habe ich irgendwas eingesprochen, habe ich irgendwie euch auf den Bauprozess mitgenommen. Das hält natürlich ein bisschen auf. Ich bin da so ein bisschen im Twist, was ne, Geschwindigkeit des Abschluss des Projekts hier angeht, aber auch der Videos. Aber
ich habe es euch versprochen, ich nehme euch auf jeden Fall mit, ich bringe das zu Ende und ja, guck halt einfach zu, dass ich euch nach und nach halt auf dem Laufenden halte. Ich werde jetzt versuchen, die Videos ein bisschen kürzer zu machen, dafür kommen die halt ein bisschen frequentierter, das heißt, ich gucke zu, dass ich einmal die Woche, wenn ich spätestens zweimal, also alle zwei Wochen ein Video raushau, dass ihr alle auf dem Laufenden seid und ja, ich würde sagen, auf geht's. Glaube dem. Okay, jetzt kommt wieder meine Säge zum Einsatz und das ist das Coole bei dieser Säge, dass ich jetzt nicht nur für die Dämmmatten gebraucht habe, sondern auch noch für so kleine Arbeiten, dass man jetzt nicht unbedingt 10 verschiedene Maschinen braucht. Das Geile ist, dass die Akkus passen hier drauf, geht relativ fix, ohne dass ich jetzt irgendwie ein Kabel hinter mir herschleppe oder so. Diese Akkusysteme sind einfach geil. Und die Sägen, die haben halt verschiedene Aufsätze. Also die haben hier oben einfach so ein Klicksystem und ich kann einfach direkt klack neues Blatt vorne dran machen und das ist jetzt genau richtig für Holz. Hab mein Holzsägeblatt drauf, einfacher geht's nicht, oder? Und jetzt schneiden wir mal die Hölzer zu. Und hier zu den Leisten, beziehungsweise zu den Latten, auch noch was Spezielles. Und zwar habe ich die Latten ja eigentlich gekauft für die Untersparrenlattung, ja? Also so wie die Dämmung drauf ist, kommt da die Dampfbremse drauf und da kommen nachher die Latten noch drüber und an den Latten werden nachher die Regusplatten festgeschraubt. Nur wenn ihr jetzt mal schaut, hier die Latte zum Beispiel, die hat so einen massiven Knick rüber. Ja, die macht so einen richtigen Bogen. Hier die ist so extrem verdreht und wenn ich die Latten jetzt dran mache, ich zeige euch das mal richtig, ja, ihr seht, hier unten, ich komme hier mit der ganzen Hand drüber. So ein Knick macht die, so ein Bogen. Also die ist echt noch gut verformt. Und je nachdem, wo ihr die gekauft, ich habe sie jetzt halt, wie gesagt, beim Sägewerk gekauft, bekommt man halt nicht immer die Idealgeraden. Und wenn ich die jetzt an die Sparren dran machen würde, käme ich mit der anderen Latte nicht mehr so genau in die Flucht rein, weil diese Biegung natürlich irgendwo dann übertragen wird auf die ganze Länge und das wird daher dann voll so eine, keine Ahnung, nicht mehr akkurat. Man sollte schon gucken, dass die Latten, die nachher drunter kommen, irgendwo in einer Flucht liegen, weil man ja daran nachher die Regipsplatten festmacht und so wie die Platte dran ist, sieht man nicht mehr 100%, wo jetzt die Latte ist. Also geht es schon. Es ist super wichtig, dass die gerade ist, damit man mit der Schraube nicht irgendwo daneben haut und das nachher nicht richtig ordentlich festgeschraubt ist. Ja, aber hier die krummen Latten, wäre natürlich schade, die wegzuschmeißen, aber genau die nehme ich dann, dass ich die mir jetzt zuschneide für so andere Arbeiten. Und wenn ihr selbst irgendwie so Bauprojekte habt, ja, ist nicht direkt schlimm, wenn man hier irgendwie so fehlerhaftes Material hat. Benutzt das einfach oder sortiert es aus und benutzt es halt für andere Sachen, wie jetzt ich für die Gaube. Und ihr habt bestimmt noch andere Verwendungen dafür. Ja, ganz kurz noch zu dem Aluband. Das war so ein kleines Learning für mich und jeder, der von euch vielleicht bei so einem Ausbauprozess ist ich weiß, wie es ist, dass man manchmal nicht weiß, was man kauft, beziehungsweise wenn man nicht vom Fach ist und diese Erfahrungswerte einfach nicht hat, dann kauft man ab und an mal das Falsche. Ich habe zuerst hier dieses Band hier gekauft, das ist so ein Aluband. Aluband, aber bedampft, ja? Und bedampft bedeutet nichts anderes, dass es ein normales, sagen wir mal, so ein Tesafilm ist, wo so eine Aluschicht drauf gedampft wird. Aber diese Klebewirkung oder die Haltbarkeit von dem Dampf ist bei weitem nicht so gut wie bei diesem richtigen Aluband. Das hier hat sogar noch so ein eingearbeitetes Glasfaser, also so eine Matte und gibt der Ganze nochmal so ein bisschen mehr Stabilität. Ja? Und so ein Learning muss man erstmal machen, dass das hier... Das hält halt wirklich auf fast jedem Untergrund und das andere Band ist doch soweit okay, wenn man jetzt die Matten oder die Platten halt miteinander verbindet, wo man schöne gerade Flächen hat, wo das
Teserband irgendwie noch Haftung findet. Aber so wie es jetzt an Holz geht oder so, ist das Band schon irgendwo an den Schwächen. Ja? Und hier das glaswasserverstärkte, richtige Aluband, das hält halt wirklich fast auf jedem Untergrund und bringt den Ganzen auch so eine gewisse Stabilität rein. Und daher, ich würde euch empfehlen, hier dieses Glasfaserverstärkte zu nehmen, beziehungsweise darauf zu achten, dass es richtiges Aluband ist und nicht dieses bedampfte, weil damit bekommt man viel, viel saubere Abschlüsse. Also das klebt wirklich an jeden Untergrund oder viel besser als das andere und scheint auch einfach mehr auszuhalten. Und das bringt ja nichts, wenn man sich hier die ganze Arbeit macht und nachher irgendwelche Lücken entstehen, weil die Haftung von dem Band irgendwo nicht mehr gewährleistet ist. Deswegen achtet da ein bisschen drauf. Okay, jetzt haben wir das hier soweit. Also die Felder sind vorbereitet, die Lattung ist gemacht und hier die Felder, die werden genau so jetzt gefüllt. Also ich mache diese Platten da rein, diese Dämmplatten, und dann ist das Ganze bestmöglich, also auf diesem kleinen Platz, den ich noch habe. Also der Spalt, den brauche ich hier noch, da muss noch die Riegelsplatte hin, so dass ich das Fenster noch aufmachen kann. Deswegen habe ich jetzt nur hier diese 4 cm und da kommen halt diese Platten hin, dass das ein bestmöglicher Dämmschutz ist. Aber jetzt habe ich hier oben so ein Problem. Ich habe hier oben nur ungefähr 1 cm zu dem Brett hier. Also wenn ich hier oben jetzt noch meine Platte hinmache, habe ich hier nachher so einen Streifen, wo ich ungefähr nur 1 cm Platz habe, wo hier drunter auch direkt die Luft zirkulieren kann. Man merkt es auch, wenn man die Hand hier hinhält, zirkuliert ja so ein bisschen die Luft, weil da hinten noch die Felder halt so schlitzmäßig offen sind. Also hier, ne, hier kommt, drückt sich die Luft durch. Die gehen natürlich auch hier oben raus. Und ja, das muss man auch ein bisschen anders dämmen. Genauso wie hier oben dieser Schlitz, alles hier so entlang. Auch hier unten, wo ich die Platte jetzt schon dran gemacht habe, können wir gerade nochmal abmachen. Ja. So, hier sieht man ja auch hier so ein Schlitz oder hier zwischen. Ne? Also das sind alles so kleine Schwachstellen, wo sich nachher die kalte Luft durchdrücken kann. Und dann hätte man genau an den Stellen nachher eventuell so Kältebrücken. Auch hier das, man sieht es jetzt vielleicht ein bisschen, ja, das Licht, hier wo das Licht durchscheint, ist ja auch nachher da, wo die Bretter hier entlang geht, dann könnte die Luft hier runter gehen, hinter dem Brett, hinter der Leiste entlang und dann hier in dem Schlitz halt quasi rauskommen. Und wenn hier nachher nicht gedämmt ist, sondern nur nachher eine Lattung ist mit 4 cm kleinen Filzdämmstoff, das sollte bestmöglich jetzt verschlossen werden. Dafür gibt es natürlich hier so einen Dämmschaum, den Montageschaum. Den nimmt man ja genau für solche Stellen, um am Fenster entlang alles abzudämmen. Ne? Hat eine Isolier- und Dämmwirkung, montiert und füllt das Ganze, klebt das auch alles zusammen. Den Schaum kann man nehmen. Es wird immer gesagt, dass Bauschaum, also hier so ein Montageschaum, irgendwo im Fusch ist. Aber gerade hier für so Sachen, ich meine, ich versuche das bestmöglich rauszuholen, was geht mit den Platten, die komplett verbunden sind. Es ist das gleiche Material, also hier dieser Montageschaum ist ja eigentlich dieser Polyurethan-Schaum, ja, also das ist das gleiche Material, was hier zwischen ist, nur in einer anderen gebundenen Form, hat dementsprechend eine relativ gute Dämmwirkung, auch wenn das nicht vergleichbar ist. Also hier der Montageschaum bitte nicht vergleichen mit der Dämmwirkung hier von den Platten, aber gerade für hier so Sachen, wo man schwer irgendwas davor machen kann oder reinstopfen kann, ist es ideal, sowas dann halt auszuschäumen oder halt neu zu machen. Zur Montage. Das muss leider, hier oben steht's, staub- und trockenfrei sein. Und wenn ich das jetzt hier oben mache, oh Mann, hier ist alles voller Staub. Das wird hier oben nicht halten. Okay, da müssen wir mit anderem Gerät dran. We'll be right back.
Okay. Also soweit alles mal zugespritzt, also die ganzen Öffnungen überall, wo jetzt irgendwo was reinkommen könnte, habe ich jetzt mal ausgeschäumt. Hier so schnell wie es geht halt das Zeug abgemacht, bevor ich jetzt warten muss, bis es trocknet. Solange es noch einigermaßen weich ist, kann man das abreißen, ohne dass man jetzt groß schneiden muss. Das habe ich jetzt überall noch gemacht. Auch die ganzen Seitenstreben hier an der Seite, soweit es geht, auch teilweise mit Silikon sogar festgemacht. Also den Tipp hat mir ein befreundeter Dachdecker gegeben. Er hat gemeint, okay, da wo du mit Baumschaum nicht reinkommst oder so, es klingt komisch, aber spritzt da einfach Silikon rein. Hauptsache, das wird alles luftdicht und du hast da nachher keinen Luftzug. Und so ist das nachher eine runde Sache. Und ja, das wird so. Ja, Leute, genau so sehen halt meine Arbeitstage aus. Also vormittags versuche ich alles auf der Baustelle, soweit es geht, durchzuboxen und irgendwie das Projekt voranzubringen. Trotzdem muss ich halt, weil ich es euch einfach versprochen habe und es mir auch irgendwo Spaß macht, das Ganze aufnehmen. Ich muss mich daran erinnern, okay, welche Arbeit steht als nächstes an? Was kannst du noch filmen? Wie soll das Ganze aufgebaut werden? Was kannst du erklären, sodass es nicht komplett langweilig für euch ist? Und da bleibe ich halt dran. Und wenn ich dann nach Hause komme, meistens kurz bevor ich den Stream anwerfe, so zwischen Tür und Angel, noch wenn das Intro läuft meistens, schiebe ich mir noch irgendwas zu essen rein und bin dann halt ziemlich lange noch online. Die meisten, die jetzt den Stream ein bisschen aktiver verfolgen, die wissen halt, dass es auch mal spät in die Nacht reingeht. Und ja, so geht's. Gehen die Tage so ineinander über. Deswegen, es tut mir nochmal leid, dass jetzt so lange nichts kam, aber ich wollte einfach der Qualität irgendwo ein bisschen gerecht werden, beziehungsweise, wenn ich irgendwie dran bin bei der Baustelle, auch wirklich auch dranbleiben und nicht halt immer so ein Tag da, ein Tag hier. Und ja, aber es wird jetzt weitergehen. Ich bin super froh. Ich bin auch super froh, dass ihr noch da seid, also dass so viele nachgefragt haben. Wie gesagt, noch vielen, vielen lieben Dank an der Stelle an die ganzen Leute, die mir Nachrichten geschickt haben. An alle, die jetzt neu dazu kamen. Das war jetzt ein alles ein bisschen längeres Video. Die nächsten werden kürzer werden. Ich werde nicht so viel erklären, nicht so viel, ne, ein bisschen bla. Es war jetzt ein bisschen viel bla bla, aber trotzdem, Dankeschön. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst doch mal ein Follow da oder ein Abo, wie es hier auf YouTube heißt. Dankeschön auf jeden Fall dafür. Jeder Kommentar oder jeder Like supportet das Ganze natürlich und ja. Ich freue mich auf nächste Woche. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Besser.